Also ich bleibe ja noch ruhig dabei. Ich habe schon Frau hier gehabt, die sind ja weggerannt. Und die sind so bis heute noch ganz hoch. Nee, der Günther tut ja nichts normalerweise. Ja. Ja, der kommt ja aus Südamerika, also in Regenwald, in Brasilien zum Beispiel. Und ja, sie können sich ruhig hinsetzen. Ja. Ja, das merkt man schnell genug. Einfach stil sitzen blijven, niet met die handen rumfummelen. Zo. De Günther is overigens een kleur geslagen. We wilden mal dabei zien. Wenn Günther zijn Beute greift, umschlingt er die. En immer wenn die Beute ausatmet, zit er een beetje fester zo. Ja, dat is ja niks anders als een Erstickungstod. Geht's ihnen nog goed? Oké. Okay. Ze zien ja een beetje blass aus. Aber und so hat ja mehrere Aufgaben und ein davon ist ja Aufklärung. Und ich finde das jetzt hier ein gutes Beispiel. Ich brauche ja keine Angst zu haben. Normalerweise weiß der Günther ja nicht. Aber selbst wenn das passieren sollte, sie sind ja in der Tierisna-Arena. In diesem Fall das Tier an der Mensch, aber wir machen hier bei mal eine Ausnahme. Aber selbst wenn die Günther jetzt weißen sollte, eine Sache müssen sie nicht machen. Den Kopf abreißen. Weil dann kann es nämlich passieren, dass die Zähne abbrechen. Ich lasse mich immer ruhig seitwärts sehen. Dann kann es ja sein, dass die Zähne hier abbrechen. Obwohl sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge hier freies Spiel bekanntlich. Ja? Apropos Zunge. Schlangen können nicht so riechen wie wir. Wir haben ja eine Nase dafür. Schlangen riechen nämlich mit der Zunge. Also deswegen zungen wir die ja auch. Und ja, dann nehmen sie ja mit wahr, ob jetzt ein Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte oder Maus. Also das Bekannte, was kleine Kinder zu Hause als Haustier haben, vorbei rennt. Und ja, so nehmen sie das ja wahr. Nee, we hebben ja nog 2 Stunden voor ons. Schade dat je fotocamera leer is. Dus komt er ja dat laatste foto zijn, maar ook een schönes foto voor familiealbum. Ik glaube, de Günther had een nieuwe vriendin gevonden. Schade voor ze, geluk voor de Günther. Ja, klein moment. Zo, dan bedank ik mich mir erstmal bei ihm. Hebben ze het al mitgemacht. Ook de Günther kan niet horen. Also wenn ich sage, Günther, nicht beißen, dann ist das egal, weil das hört er ja nicht. Das ist ja so ähnlich wie bei den Schildkröten. Die nehmen das nur durch Vibrationen und Krokodilreflexe wahr. Und ja, eigentlich ist das ja ein lustiger Angriff.